Die Temperatur ist normal. Die mietet am Feiermüll am Dach. Rektel natürlich. Wenn Arm zu fehlen soll, kann er doch nicht liegen, denn er geben bloß noch saltlose Kost. Und das Blut muss auch in Ordnung sein, denn jeden Tag gebe ich ihm 2 bis 3 Liter Blutreinigungszeit. Habe sei dort schwor mit dem Atmen? Als du dort schwor hast mit dem Atmen? Nein, der hat keine Probleme mit dem Atmen. Das ist bloß der Blutdruck. Aber den Blutdruck lässt er ihm vernünftig wegschweiten. Jeder zu morgens und zu obers gebe ich ihm eine kalte Eispackung, sage ich dir. Mag es einmal Schneibe, Junge? Da muss Schneibe, Junge, mag er. Jo seine sie, Herr Doktor. Und das Schlimmste ist, mein Mann kann nicht mehr... nicht mehr lachen. Er zieht so eine Sonne, Frau natürlich. Und mein Mann lacht nicht mehr. Bei Oma Mann haft auch nicht zum Lachen. Jo. Dei Profa. Nee, nee, mein Mann lacht nicht mehr. Seine sie, dort ist es gekriegt. Das Leben von diesem Tag ist so traurig. Dann mag ich ihm dort so schön tun. Alles schmeckt. Alles schmeckt rein. Feine Teppiche. Feine Sofas und siedene Chassis. Natürlich darf ich dich nicht da überschloren. Aber letzte Woche sah der sich doch, seien Sie, Herr Doktor, so durcheinander ist der Alt. Sah der Mensch sich doch auf dem Sofa und auf dem feinen siedenden Chasse, wo doch die Sofa und die Chasse gar nicht im Sattel sind. Echt mal Tau geben, aber dann gelebt mir der Hund doch rot so weit. Nee, mein Mann lacht ja, nicht mehr. 54, saß er fest. Nein, du liebe Zeit, mag es sein, noch einmal schnell bei, Junge, aber kurz abhören. Abhören. Gut. Du saß er 50, schnell bei, Junge. In seinem Puls und Hutschach, sei sank euch krank, sei sein vollständig gesund. Gesund? Ja, das ist, was ich immer befürchtet habe. Jahr um Jahr rackert einer sich mit einem kranken Mann auf und nun ist er gesund. Also, gesund. Und ihr Bild hast mir alles. Fürchterlich fehlgelogen mit dem Gewetter in deinen Gesichtszügen, hä? Gesund. Na, was hast du nun zu sagen? Sein Sie, Herr Doktor? Nun auf die Knebel nichts zu sagen. Vor er sonst immer eine große Schnütze. Nun ist er ganz klein und bescheiden. Also, Herr Doktor, ist dort ordentlich, dort mein Mann gar nichts ist? Na, er lebt allerdings an einem beträchtlichen Terror conjugalis. Oh, eigentlich, dass doch meins Wort falsch mit dem ist. Na, würde sie ein Wort verschrieben können dafür? Oder vielleicht mal eine kalte Eispackung am Enrollen. Oder mal eine ganz rechte Rezineskühe geben machen, hä? Nee, ich verschrieb einmal, was jens dem Terror conjugalis. Natürlich, dem Mann jemals war er um Lachen zu bringen, es für die ärztliche Kunst tausch war. Nee, lesen Sie das bitte. Lass so. Doch selbst. Das ist richtig. Das Rezept nehme ich Ihren an.
Herr Doktor, Gott hat sie meinen Mann verschrieben, dort die war ein Lachen dort, hä? Er soll die Futter an meine andere Frau holen.